Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Und der kleine Typ da im Hintergrund, der da steht mit seinem schicken Röckchen, der könnte irgendwie so ein bisschen der Bruder von Talos sein, ne? Der uns hier doch schon aufgelauert hat, irgendwie. Naja, lassen wir mal rumklimpern. Beim letzten Mal haben wir ja schon ein bisschen was erledigt. Wir haben für den guten, wie heißt er denn? Perenor? Wo ist er denn? So kurz gucken. Elpenor, Mann, schwerer Name. Elpenor hat uns natürlich einen Auftrag erteilt. Wir sollen dort einen Hauptmann erledigen in, Moment, wie hieß es? Megaris, genau. Da müssen wir auf jeden Fall dann irgendwann hin. Das dauert sich hier noch ein Stückchen. Zugehörige Quests, die haben wir jetzt natürlich noch nicht. Beziehungsweise, also wir müssen erstmal ein Schiff organisieren. Haben wir natürlich den guten Barnabas beim letzten Mal befreit aus den Fängen des Zyklopen. Und mal gucken, der Gute steht hier vor uns, was er denn Schönes zu sagen hat, ob wir direkt gleich das Schiff kriegen, inklusive Mannschaft, oder was wir noch machen müssen, werden wir gleich mal schauen. Ach, Moment, bevor ich hier reingehe, muss ich nochmal ganz kurz schauen, ob wir hier noch irgendwas offen haben. Ich glaube, wir haben tatsächlich alles erforscht. Ich meine, wir können ja später noch zurückkommen, das wäre auch nicht das Problem, aber wir können auch gleich vorher mal gucken. So, haben wir noch irgendwo irgendwelche historischen Orte, Rabenfelsen, den haben wir natürlich noch nicht erkundet, also beziehungsweise, da waren wir schon in der Nähe, aber da gab es nichts. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles erledigt soweit und das heißt, wir können theoretisch die Insel verlassen, also wenn denn das Schiff dazu da ist. Aber ich glaube es schon, ehrlich gesagt, und wir gucken mal. Hallo, Barnabas, guten Morgen. Hallo? Bereit, wenn du es bist. Warte! Warte auf mich, Alexios, ich habe gepackt und alles. Du willst mitkommen, oder? Wenn du gehst, gehe ich auch. Okay, Kefalenia ist dein Zuhause und du bist zu jung. Also beides ist auf jeden Fall Ablehnung. Ich muss ja sagen, ich hätte sie gerne mitgenommen, ganz ehrlich. Also jetzt, obwohl, ne, so ein Kriegsschiff ist vielleicht auch nicht so die beste Stelle für ein kleines Mädchen. Kefalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Das würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann. Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich alleine machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komm schon klar. No. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Ja, oh, wie süß. Mein Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Das ist schon süß. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Hoch und heilig. Ich werde es auf jeden Fall versprechen. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halte dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mache ich, keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Dankeschön. Ja, ich hoffe mal, dass wir nicht vorher irgendwo abgemurkst werden, dann Alexios! Sehen wir den Film auch wieder. Du verlässt Kefalenia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier, also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo, ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden, aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Alexios. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Na. Abenteuer? Ja. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, mein Freund? Ich meine, der gute Markus hat natürlich seine Ecken und Kanten, aber irgendwie finde ich ihn trotzdem sympathisch. Ich meine, er hat uns ja schließlich gerettet, ne? Also von daher, ich bin bereit. Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut, das Meer hat noch auf keinen Seemann gewartet. Es wird Zeit. Na, da bin ich mal gespannt, was denn hier Schönes uns erwartet auf dem Meer. Gut, welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will der mächtige Alexios fahren? Megaris. Megaris?
Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag lautet, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaos von Sparta? Nikolaos von Sparta? Oha. Da kommen Erinnerungen hoch, würde ich sagen. Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, sie wird nichts Schlimmes tun. Sie wird uns helfen. Sie wird uns führen. Ruhe! Seine Ehrlosigkeit, für das Leben, das er verwirkte. Er ist kein Spartiat, Nikolaos! Nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaos! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaos! Vater! Nikolaos! Halt! Nikolaos! Nein! Nikolaos! Nikolaos, sieh mich an! Sieh mich an, Nikolaos! Nicht! Hör nicht auf sie! Dein Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gift! Vater! Nein! Vater! Oh mein Gott! Alexios! Alexios! Uiuiui, harter Tobak, muss ich sagen. Okay, keine guten Erinnerungen. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Oha. Ja, ich muss sagen, da waren die Spartaner nicht gerade zimperlich mit den Menschenopfern quasi und wahrscheinlich, ne, also die haben ja doch schon einige Kinder dort geopfert halt. Wahrscheinlich hätten sie mich auch vor der Klippe geworfen. Höchstwahrscheinlich, also keine Ahnung. Uiuiui. Und damit haben wir quasi im Prinzip das Tutorial, mehr oder weniger Tutorial hier abgeschlossen. Es geht nichts über eine Brise. Muss sich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um einen echten Seefahrer aus dir zu machen. Und? Welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich sehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Mal sehen, wie sich die Segel halten. Okay, dann haben wir jetzt hier quasi Quest abgeschlossen und wir können das Kommando übernehmen, das Schiff. Willkommen zurück! Wohin segeln wir? Erhöht das Tempo! Volle Fahrt! Ich glaube nicht, dass sie schneller rudern können. Ach, die singen. Mensch, das ist schon cool gemacht.
Ah, okay, wir wurden also quasi Ausdauer von den Ruderern. Wir müssen also zwischendurch mal ein bisschen Päuschen einlegen, warum auch nicht. Und die Wellen, die... Oh, hallo, Delfine, Mensch. Das ist ja richtig cool. Oh, das sieht richtig geil aus hier, episch. Da auch noch Delfine. Oh, so cool. Da vorne ist das Schiff, glaube ich, wenn ich richtig sehe. Ich glaube, das können wir gleich direkt wegrammen, das kleine Schiffchen da vorne. Zerstöre das Schiff und besorge Barnabas Ladung, mein Alter, ey. Lieferung und Ladung gleichzeitig wird halt Larvung. Alles klar, wisst ihr Bescheid. Los, schneller! Es ist früher Morgen, ich habe wenig geschlafen. Auf den Sonntag früh morgens um kurz nach 8 aufnehmen, nachdem man irgendwie nur 3 Stunden geschlafen hat, jetzt läuft hier. Gewässer. Aber man gönnt sich ja sonst nichts. Legt euch ins Zeug! Oh, ist doch gar nicht so klein, das Schiff, Mensch. Sah auch von Weitem so ein bisschen kleiner aus. Schneller! Schützen! Hey, auf Position! Versuch's nochmal! Ruderer, los! Bereit zum Feuern! Deck hier ein! Nicht du! Gleich nehmen sie uns unter Beschuss! Auf ein Ziel! Das Gebiet nicht verfügbar? Was ist da denn los hier? Okay, da müssen wir wieder zurückfahren. Ich finde es halt faszinierend, wie schnell die mal rumkommen mit dem Schiff. Und zwar hier hinten lang, alles klar. Ist ja Bescheid hier. So, komm. Oh, außer Reichweite ist natürlich nicht so schön. Passt auf die Pfeile auf! Beeilt euch! Wollen wir hier so ein Medium-Wasser quasi einmal rumziehen, das schönes Schiff und dann einmal drauf feuern. Der Feind wird gleich auf uns schießen. Okay, einmal rum und das Schiff von der Seite rammen. Das sieht schon mal richtig geil aus. Oh, schaffe ich das hier rum? Ne, wahrscheinlich nicht. Okay, dann ist natürlich jetzt gerade eine richtige Scheißstelle zum Wegrammen. Und hier drüben ist das Gebiet nicht verfügbar. Alles klar, da hat der Animus quasi nicht geladen, sozusagen. Und dann müssen wir mal ganz kurz hier Anlauf nehmen. Macht schneller! So, Handbremse und rumziehen das Ding. Das war ein guter Kampf. Doch nicht der letzte für dich. Los! Erhöht das Tempo! Das Schiff ist erledigt! Auf geht's! Okay, so, dann einmal Gas geben und mal gucken, ob das hier funktioniert. Wir nach! Okay, können wir jetzt? Alles klar. Oh, hier wird noch kämpfen. Jawohl, sehr schön. Einmal rüber. Was sind mit unserem Buddy hier? Können wir gleich mal mitkommen? Sag mal. Ach, schade, können wir nicht vom Schiff kicken. Das wäre natürlich extrem cool gewesen. Das war so viel Spaß, das Kicken, unglaublich. Oh, ja, wie ihr sehen. Ertrinkt der jetzt oder wird er von Haien gefressen? Das wäre ziemlich cool, oder? Hm. Okay, er ist ertrunken. Sehr schön, Mensch, perfekt. So, was haben wir hier Schönes? Wir müssen irgendwas hier unten einsammeln. Sekunde. Ist hier unten irgendwo. Okay. Langsam habe ich den Bogen raus. Wir sollten gehen, würde ich sagen, dass wir nicht mit dem Schiff untergehen. Sehr schön, das lief doch schon mal ganz geschmeidig, Mensch. Ich habe Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Die See ist gefährlich, jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Das klingt total nach einem Plan, würde ich sagen. So, wollen wir denn hier? Rekrutiere den besten Bogenschützen auf der Pirateninsel. Die Insel befindet sich vor der Küste von Phokis.
ist südlich von den Heiligen Landen des Apollon. Okay, müssen wir ganz kurz gucken. Haben wir das irgendwo hier schon angezeigt? Ich weiß gar nicht. Hier vielleicht an der Stelle? Wie heißt denn der Part eigentlich? Chancengleichheit im Beruf. Okay, also ganz kurz schauen. Keine Ahnung, wo das genau ist. Werden wir sicherlich herausfinden. Haben wir sonst noch Quests offen? Ansonsten, wie gesagt, nur das Prinz von Persien. Wo ist denn das hier? Quests verfolgen, nicht mehr verfolgen. Was haben wir denn? Am Ufer der Insel liegt ein Schiffswrack. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Kann man das nicht irgendwo auf der Karte sehen? Das ist hier. Soll das direkt hier sein? Das glaube ich doch gar nicht, oder? Kann mir nicht vorstellen. Gebiet nicht verfügbar. Jetzt die Sperre! Oh, Sperre könnte auch werfen. Die Insel von... Oder in der Nähe von Phokis. Wo ist denn Phokis hier zum Henker? Ganz kurz gucken. Poseidons Zorn. Wo zum Henker muss man hier hin? Ich sehe das gerade gar nicht. Also die Frage ist natürlich, südlich von den Heiligen Landen des Apollon. Hier ist Phokis auf jeden Fall schon mal. Das haben wir schon mal entdeckt. Die Frage ist natürlich, wo zum Henker ist hier diese Insel? Heilige Lande des Apollon. Okay, das ist auf jeden Fall hier irgendwo, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe, also hier scheint es irgendwie zu sein. Müssen wir gucken. Dann fahren wir einfach mal in die Richtung und dann gucken wir mal, was da los ist. Vorwärts! Gebiet nicht verfügbar. Ja, das steht da schön da. Können Sie ausblenden. Ruderer auf Position. Segel setzen! Okay, so, wir haben irgendwas entdeckt hier quasi in der Nähe. Ist das hier unten vielleicht? Ich sollte mir mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Er findet man sie. Wir bleiben hier. Okay, dann müssen wir mal schauen. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Anlegepunkt. Dann gucken wir gleich mal mit Ikaros, wie die Lage denn hier so aussieht. Ich denke mal, wir werden nicht so viel rumspringen. Ich meine, ist eine kleine Insel, also von daher relativ überschaubar. So, wen haben wir hier vorne? Das ist Phemios, der Schütze. Okay, also wir können auf jeden Fall hier schon mal jemanden anheuern. Also zumindest können wir es versuchen. Ob er da mitmacht, ist eine andere Frage. Das finde ich schon mal ganz cool, dass man hier Leute rekrutieren kann für die Crew quasi. Das ist schon mal richtig cool. Und ich denke mal, das wird sicherlich auch ein Hauptbestandteil sein, um die Schiffe zu verbessern quasi. Dass man einfach zuschaut, dass man hier wirklich gute Leute rankriegt. Ne? Also wenn die dann besser kämpfen können oder sonstiges, wäre schon mal gar nicht so schlecht. Okay, so. Das passt schon mal ganz gut. Dann können wir hier vorne gleich mal die anderen Fritzen ausschalten. Ich weiß gar nicht, ob man den hier einfach so direkt ausschalten kann. Bootsleute anheuern. Du kannst Personen in der Spielwelt als Bootsleute für dein Schiff anheuern. Nutze einen Niederschlag und andere Fähigkeiten, um sie kampfunfähig zu machen, bevor du sie fragst, ob sie sich deiner Besatzung anschließen. Ist natürlich auch... ich weiß nicht. Du wirst halt erstmal niedergeknüppelt, weißt du, und dann darfst du erstmal ja, dann gleich direkt beitreten. So, anheuern. Das läuft total richtig gut. Achso, Moment. Wir nehmen den erstmal mit, ne? Den guten. Unfreiwilligerweise wirst du erstmal entführt und darfst du erstmal schön auf einem Schiff die ganze Zeit verbringen. Ja, warum auch nicht, ne? Ich meine, man gönnt sich ja sonst nichts. Okay, so, dann einmal hier rüber. Springen können wir mit dem näher nicht. Und die Frage ist jetzt natürlich, können wir den jetzt hier gleich überzeugen oder wie läuft das jetzt hier? Anheuern. Also, ich habe ein Schiff. Schließ dich uns an und genieße die Freiheit.
Er wird sich gut in der Mannschaft machen. Okay, das Schiffsmenü öffnen. Mal ganz kurz gucken, wo wir das haben hier drüben. Schiff. Bootsleute zuweisen. Du kannst Bootsleute für dein Schiff anheuern. Achso, das haben wir schon mal. Und zuweisen, um verschiedene Vorteile zu erhalten. Sobald sie zugewiesen wurden, schließen sich die Bootsleute deiner Entermannschaft an. Wenn du nicht auf der Adrestea bist, kannst du sie mit der Fähigkeit Waffenruf rufen, damit sie für dich kämpfen. Das klingt auch schon mal gut, dass man die quasi zur Hilfe rufen kann. Und dann schauen wir ganz kurz nach. Wir haben oben gerade mal einen Slot frei und der hat was? Plus 3% maximalen Pfeilschaden. Ist jetzt nicht so dolle, aber besser als gar keinen extra Pfeilschaden, dann warum auch nicht. Und wenn man mal sieht, da links sind ja 5 Pünktchen neben der Fähigkeit. Ich denke mal, da gibt es noch einige gute Leute, die wir wirklich anheuern können. Ich glaube mal schon, dass das ganz gut funktioniert später. Wenn die ganzen epischen, ja, Leute kriegst oder sonstiges, wäre schon mal gar nicht so schlecht. Okay, und man sieht unten schon, Pfeilschaden 5281. Da sind 3% auch schon gar nicht so wenig, ne? Also von daher passt das schon mal ganz gut. So, was haben wir hier? Ah, genau, wir können auf jeden Fall hier schon mal noch andere Leute quasi als Skin sozusagen verwenden. Und die hier sind, glaube ich, dazu kommt durch die, ich weiß gar nicht, Ultimate Edition? Bin mir gar nicht sicher, Attentäterinnen oder Attentäter. Und ansonsten die hier, die gab es letztens hier bei Twitch Prime quasi, wo das Piratenoutfit dazu gekommen ist, da kann man die auch noch wählen. Und sieht eigentlich ganz cool aus, glaube ich. Sieht man das überhaupt? So, wir gucken mal ganz kurz nach. Sieht man hier irgendwas? Das ist jetzt das Piratenoutfit oder was? Lager der gestrandeten Piraten. Okay, wir können auf jeden Fall gleich mal hier den Schatz noch mitnehmen, wo wir schon in der Nähe sind. Ich glaube, wegen dem Skin müssen wir mal gucken, wenn wir unterwegs sind, wenn das Segel mal ausgefahren ist, dass wir dann irgendwie mal schauen, ob da vielleicht irgendwas anderes drauf ist, weil aktuell sehe ich halt keinen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, so, davon haben wir 8 Leute. Die könnten wir rein theoretisch auch gleich niedermähen. Die Frage ist, warte mal, da hinten ist ein Hund. Den können wir vielleicht gleich als erstes ausschalten. Na. Okay, warte mal. Der hat auf jeden Fall einen Helm auf. Das sieht man auch. Dann ist er nicht gleich tot. So, Freundchen. Guck mal her hier. Okay, irgendwie sieht das komisch aus, wenn die Pfeile fliegen, aber das macht nichts. Jetzt haben wir noch 2 Typen am Start. Die machen wir irgendwann platt. Ich hab ihn gefunden. Ich mag dieses Rumtreten. Das ist so episch, muss ich ganz ehrlich sagen. Fällt mir richtig, richtig gut. Akzeptiere deinen Tod, Vogelmensch. Na, aber hallo, komm her. Hervorragend. Okay, es hat schon mal ganz gut funktioniert. Dann können wir jetzt den Rest hier plündern im Lager. Das sollte ja nicht das Problem sein. Allzu viel dürft ihr nicht rumliegen. Weil ich hier gerade nichts aufsammeln kann. Merkwürdig. Nicht noch im Kampf oder warum geht das gerade nicht? So, durchsuchen. Das haben wir schon mal am Start. Ich weiß nicht, warum ich das gerade nicht aufsammeln konnte an der Stelle da hinten. Merkwürdig. Ja, wir gucken gleich nochmal. Okay, Schatz nehmen wir mit. Gewand des Reisenden. Nicht so dolle. Ja, ich hatte übrigens letztens ja noch den Hinweis bekommen, dass ich doch mal nachgucken soll wegen der Ausrüstung, die ich noch habe, dass sie ja ein bisschen besser ist von der Stufe her. Allerdings muss ich sagen, ja, theoretisch ist sie besser, also von der Stufe her. Aber man muss auch... Oh, nee, das wollte ich gerade nicht. Moment, Sekunde. Und zwar muss ich ja natürlich auch gucken, Inventar, wenn ich hier schaue, zum Beispiel Armschienen oder sowas in Richtung. Ich habe jetzt natürlich auch schon Stufe 7 Armschienen, klar, die kann man auch nehmen. Aber die sind halt auch nur grau, ne? Und wenn ich jetzt mal gucke, 20 Rüstung und 4% Attentatsschaden ist halt auch nicht so dolle. Da kann ich auch die tragen, die haben halt 4% oder 4 weniger Rüstung und halt auch deutlich mehr Stats drauf, ne? Also von daher, das Level alleine ist halt nicht entscheidend. Wie gesagt, wenn die Ausrüstungsstufe oder die Qualitätsstufe halt deutlich besser ist, dann lohnt sich das schon auch, schlechtere Ausrüstung zu tragen. Ich meine, ich kann es noch verbessern, das Zeug, aber es ist halt echt teuer. So, okay, dann haben wir das erledigt hier. Sekunde, wir gucken mal ganz kurz nach. Hier drüben ist noch was zum Einsammeln. Also, kann ich nicht einsammeln. Weiß auch nicht warum. Also, einiges gibt hier nicht zum Plündern.
Merkwürdig. Das auch nicht. Aber es liegt wahrscheinlich draußen hier irgendwo. Ist ein bisschen buggy, das guckt ihr so ein bisschen durch die Zeltwand durch. Wahrscheinlich kann ich es deswegen nicht einsammeln, aber naja, was soll's. Ist nicht so weiter dramatisch. Nichts Wichtiges, also kein Schatz oder sonstiges, halt nur wirklich ein Billokram. Das sollte nicht das Problem sein. Okay, ganz kurz auf die Karte schauen. Okay, was haben wir denn eigentlich als nächstes als Quest offen? Chancen gleich den Beruf. Achso, wir müssen erstmal mit Barnabas reden. Auf dem Schiff, machen wir gleich mal. Ich denke mal, dass wir dann irgendwo anders hinfahren können. Da ist er. Gut, ihn können wir auf dem Schiff gebrauchen. Wird er uns genügen? Keine Sorge. Wir werden oft genug Gelegenheit haben, weitere Seeleute anzuheuern. Ich habe das Gefühl, dass wir sie brauchen. Wir sollten Kurs auf Megaris nehmen. Eine lange Seereise kann entspannend sein, aber wir sind keine Schönwettersegler. Wenn du dich nach Aufregung sehnst, wirf einen Blick in mein Logbuch. Ich notiere darin alles, was irgendwie interessant sein könnte für tollkühne Seefahrer. Das klingt ja schon mal richtig gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall da neue Sachen quasi verfolgen. Ist die Auftragstafel, gucken wir mal ganz kurz an, was haben wir denn Schönes. Ein gefährlicher Weg, quasi ehrbare Frau sucht Unterstützung, Drachmann für den, der mir helfen kann. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was das für eine Belohnung da unten ist. Also wir haben auf jeden Fall Gold, XP und sind das Rohstoffe? Empfohlene Stufe 8, was haben wir hier? 2 Tage. Oh, das sieht auf jeden Fall gut aus. Noch bessere Rohstoffe. Athen kann die rote Flut nicht dulden, die sie von Sparta aus über die griechische Welt ausbreitet. Verbrennt sie zur Asche, bringt sie zum Verstummen. Das können wir auch machen. Ich denke mal, das sind so Weltquests ähnlich wie bei Origins, wo man auch so teilweise so mit dem komischen Karawanenhändler, ich habe jetzt den Namen vergessen von dem kleinen Jungen, aber der hat ja mal so gute Aufträge gehabt und ich denke mal, das wird ähnlich sein, das Zeug, denn man sieht ja hier irgendwie schon so sieht aus wie ein Weltquest-Symbol, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es genau definieren soll. Jetzt haben wir hier Kopfgeld für Handelsschiffe, der Händlerring beherrscht die Häfen, glaubt niemanden, der euch etwas anderes sagt. Versenkt ihre Schiffe und vertraut niemandem. Na, das generell nicht, also wir vertrauen nur uns. Und wir können die auch mal annehmen, glaube ich. Geht das? Können wir die alle annehmen? Oh, okay, dann machen wir das auch gleich mal. Sehr schön. Mehrere Quests angenommen. Okay, und jetzt haben die natürlich auch das Outfit hier. Ich kritisiere so mal ganz kurz. Segel bereit. Gib den Kurs vor, Kapitän. Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall Reisegeschwindigkeit. Können wir gleich mal wählen. Sekunde. In Richtung Megaris. Sehr schön. Hervorragend. Dann Reisegeschwindigkeit aktivieren. Und wir haben jetzt hier aktuell auf dem Segel. Haben wir da irgendwas drauf? Das ist irgendwie ein Adler mit einer Schlange. Okay. Also irgendwie noch nicht das Skin geändert, ich glaube. Wir müssen aber mal ganz kurz nachschauen. Sekunde. Adrastea. Achso, Moment. Wir können den Skin ja auch noch ändern. Ach, okay, alles klar. Dann habe ich das natürlich hier verkackt. Ich habe jetzt nur die Mannschaft geändert. Wir können natürlich auf jeden Fall mal schon mal die Assassinen nehmen. Die passen ja ganz gut. Attentäterinnen. Perfekt. So, Kalions Figur haben wir noch keine. Müssen wir noch sicherlich irgendwo finden. Und wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, die ägäischen Piraten, also quasi diesen Tintenfisch da oder was auch immer, Oktopus da drauf zu basteln. Das sieht ja schon mal ganz cool aus, finde ich. Also ich meine, generell sieht das alles ganz gut aus. Irgend so ein gehörnter Stier oder was, keine Ahnung. Gut, Stiere sind meistens Gehirn. Perfekt für Schiffe geeignet, die sich auf das Rammen von Gegnern spezialisiert haben. Aigokereus oder sowas, keine Ahnung. Kann ich aussprechen. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das hier. Das sieht ganz cool aus. Also das finde ich sehr, sehr episch. Das ist cool, jetzt kommen die erstmal, die wollen sich alle gerade umziehen und jetzt kommen die erstmal wieder raus hier. Hervorragend. Boah, hallo, was für ein Riesenwellen hier. Unglaublich. WTF. Okay, Reisegeschwindigkeit nehmen wir mal und guckt euch mal das schöne Segel hier vorne an. Hervorragend. Kann man ein Bild von machen? Und die singen. Aber das sieht richtig gut aus. Ich gleich mal direkt ein Foto machen hier. Hervorragend. Das finde ich richtig, richtig episch. Das habe ich bei Origins schon gemocht. Ich habe tatsächlich seitdem noch nicht Black Flag angefangen. Ich wollte das schon immer mal spielen. Ich habe es tatsächlich ja schon seit, weiß nicht, 3-4 Jahren oder sowas. Ich habe es noch nie gespielt. Und
Allein überhaupt schon die Seekämpfe machen mir so viel Spaß. Bin ich mal echt Bock drauf. Ich glaube, ich muss mir doch mal angucken. Ich hab's bei Origins schon gesagt und hab's immer noch nicht geschafft, Mann. Unglaublich. Zu viele Spiele, zu wenig Zeit. Ich finde es auch cool, dass die jetzt diesmal singen. Also doch schon deutlich größerer Aspekt jetzt als in Origins. Da gab es das ja nicht. Oh, wir müssen kämpfen. Shit. Können wir es gleich direkt wegrahmen hier vorne? Oh, direkt einmal drauf hier. Oh, jawoll, der mal richtig weggerammt, das Ding hier. Sehr schön. Und es gab Olivenholz, hervorragend. Oh, oh, oh. So, wo sind denn die anderen? Hier war da noch ein Schiff. Ah, hier drüben, alles klar. Na los! Volle Geschwindigkeit! Ich brauche Schützen! Das Gute ist, wenn wir das wegrammen, das Schiff, dann können wir auf jeden Fall Olivenholz organisieren und wir brauchen ja Olivenholz tonnenweise für das Aufrüsten unserer Ausrüstung. Dann nehmen wir das gleich mal mit. Können wir hier rum? Komm, 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 komm. Leg zu! Sehr schön. Ich frage mich halt, was das Entern bringt im Vergleich. Wir können die natürlich wegrammen, das geht halt auch. Wir brauchen die Schützen! Schieß! Auf Position! Angriffsstellung! Okay, einmal kurz Gas geben und weg hier aus dem Fahrwasser. Feinde bereit! Nicht getroffen! Es läuft auf jeden Fall ganz gut hier vorne. Ich finde das Schiff von denen aber total geil gemacht. Also sieht echt episch aus. Sehr schön, hervorragend, Mensch. Perfekt. Okay, ich bin mir nur nicht sicher, ob das jetzt gut ist, aber wir werden den auf jeden Fall auch wegrammen, bevor wir den dann irgendwie plündern oder sonstiges. Ich denke mal, das wird auf lange Sicht dann auch gar nicht so schlecht sein. Vielleicht kriegen wir irgendwas anderes, wenn wir dort irgendwie an Land gehen. Beziehungsweise an Bord meine ich natürlich. Und einmal wegrammen. Wir kriegen da ordentliche Rohstoffe raus. Okay, sehr schön. Das sieht doch mal richtig, richtig gut aus. Also die Seeblock hat er mal gut hingekriegt. Und wir können dann mal in Richtung Megaris. Hol das Segel ein! Und ihr müsstet mal erleben, wie der Controller gerade eskaliert, wenn ich hier mit Vollspeed segel. Okay, eine neutrale Zone. Sehr schön. Und ein Ladebildschirm. Der Wolf macht keine Gefangenen! Ja, man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie zimperlich sind, ne? Die Freunde. Seht, wie der Athenerhund Perikles euch fürchtet. Er verkriecht sich in seinem Parthenon, umringt von Dichtern und Denkern. Er wagt keinen ehrenvollen Kampf auf dem Schlachtfeld. Er fürchtet sich vor euch. Er weiß, Athens Tage in Megaris sind gezählt. Und er weiß, Athen ist als nächstes dran.
Oha, Konfrontation mit unserem Vater. Ich bin mal gespannt, ob er es hinkriegt. Du hast die Blockade der Athena durchbrochen? Dieses Schiff da im Hintergrund, sehr schön. Sie war mir im Weg. Sparta schuldet dir Dank. Tyche hat dich gesegnet, Fremder. Du kommst gerade rechtzeitig, um dem glorreichen Sieg meines Paters beizuwohnen. Das ist sein Vater? Das ist unser Bruder, oder was? Du kannst nicht sein Sohn sein. Man sagt, seine Kinder seien vor Jahren an Sparta gestorben. Er nahm mich in seinem Haus auf, nachdem seine frühere Familie ihn enttäuscht hatte. Ich würde ihn niemals so entehren. Manchmal geschehen Dinge auf eine Weise, die wir nicht planen oder erwarten. Die Geschichte hat eben ein seltsames Gedächtnis. Du redest, als wärst du dabei gewesen. Vielleicht war ich das. Unsinn, du bist zu jung, um das erlebt zu haben. Genug von der Vergangenheit. Reden wir über die Zukunft. Warum segelt ein Söldner in einen Krieg, für den er nicht bezahlt wird? Sag mir, warum du wirklich hier bist, bevor ich die Geduld verliere und dich niederstrecke. Na, versuch's doch. Die Frage ist, ich bin zufällig hier und witterte eine Gelegenheit in der Seeluft. Wir müssen ja nicht gleich alles verraten, ne? Alles, was ich wittere, sind Lügen. Du bist ein Söldner. Wie alle anderen bist du doch nur gekommen, um den Wolf zu töten. Vielleicht hättest du einfach weiter segeln sollen. Ich sah, dass meine Landsleute aus Sparta in Schwierigkeiten sind und dachte, sie könnten meine Hilfe brauchen. Wir sind Spartiaten. Wir brauchen keine Hilfe von deinesgleichen. Doch mein Vater lehrte mich, jede verfügbare Ressource zu nutzen. Und du könntest mir nützlich sein. Die Flotte mag zerstört worden sein, aber Megaris befindet sich unter athenischer Kontrolle. Wir müssen sie schwächen, wenn wir sie auf dem Feld schlagen und nach Athen zurückdrängen wollen. Warum brauchst du dafür einen Söldner? Du verfügst über eine Vielzahl an eigenen Soldaten. Es ist keine Frage der Anzahl. Megaris zählt zu unseren Verbündeten. Wir setzen keine Truppen ein, bis der Sieg sicher ist. Meine Späher haben die Ziele bereits ausfindig gemacht. Ich werde dir bei der Vertreibung der Athener helfen, aber nicht umsonst. Das ist wieder typisch. Du hast keinerlei Ehrgefühl, aber besser du dienst uns als unseren Feinden. Die Athener haben bereits einen Söldner verpflichtet und brauchen nicht noch mehr Hilfe. Wenn wir ihren Anführer herauslocken und töten können, schlagen wir die Athener auf dem Schlachtfeld und treiben ihre Truppen zurück nach Athen. Wenn wir ihre Vorräte zerstören, ihre Kriegskasse stehlen und ihre besten Männer ausschalten, ist er angreifbar. Nimm das und zeige es meinen Spähern. Solltest du sie auf dem Feld entdecken, geben sie dir vielleicht neue Informationen. Vielleicht brauchen sie auch deine Unterstützung. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Denk dran, auch jeder getötete Athener Soldat bringt uns unserem Sieg ein Stück näher. Und sobald ich Athen vor Sparta in die Knie gezwungen habe, lässt du mich zu Nikolaus. Sonst bist du der Nächste. Schick diese athenischen Hunde in den Hades. Wenn du das schaffst, wird der Wolf höchstpersönlich für eine angemessene Belohnung sorgen. Na, wer es glaubt, wird selig. Also ich glaube da noch nicht dran. Staaten erobern. Um deinen Vater Nikolaus zu treffen, musst du Stentor dabei helfen, Megaris zu erobern. Schwäche dazu Megaris Streitkräfte weit genug, um eine Eroberungsschlacht auszulösen. Das klingt ja schon mal richtig gut. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Staatsstärke. Die effektivste Art, die Stärke eines Staates zu schwächen, besteht darin, seinen Staatsanführer zu töten. Er ist immer erreichbar, aber solange die Staatsstärke hoch ist, wird er gut beschützt. Verringere die Staatsstärke und schwäche seine Verteidigung, indem du Soldaten der vorherrschenden Fraktion tötest, Kriegsvorräte verbrennst oder den Staatsschatz plünderst. Das klingt doch mal richtig gut, ey. Richtig Politik. Unglaublich. Sich um Kopfgelder kümmern. Ein Stifter hat ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Vermutlich hast du Zivilisten oder Soldaten getötet, gestohlen oder Schiffe versenkt. So kannst du auf dein Kopfgeld loswerden. Das hat man ja schon mal irgendwie. Das hat man schon mal. Das klingt schon mal richtig gut. Wir können jetzt rein theoretisch Kopfgeld zahlen. Machen wir natürlich nicht. Wir töten ihn einfach, ne? Also, Athener Herrschaft ist hier gerade noch aktuell am Start. Und dann gucken wir mal. Aber ich würde sagen,
Das soll es erstmal gewesen sein für heute. Haben wir doch einiges geschafft. Wenn ich in die Nähe des Wolfs kommen will, muss ich Stentor helfen, die Athena zu besiegen. Ich sollte keine Zeit verschwenden. Kleobis, der Rachsüchtige. Okay, alles klar. Neuen Anführer entdeckt. Aber ich würde trotzdem sagen, das soll es mal gewesen sein für heute. Ich sage danke fürs Reinschauen. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder bei Assassin's Creed Odyssey. Und bis dann. Noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Tschüss.